Willkommen zurück zu Oninaki. Im letzten Part haben wir angefangen, die ganzen verlorenen Seelen zu suchen, die wir vergessen haben. Und heute machen wir damit weiter. Wir haben jetzt hier die alle schon abgeschlossen und hier auch schon ein paar, so zwischendurch mal. Und jetzt fehlt hier noch eine. Und dafür müssen wir erstmal hier raus. Deswegen gehen wir kurz zur Weltkarte. Und dann werdet ihr auch gleich überrascht sein, wer das ist, weil ich weiß es schon. Geht, by the way, nur mit Tagachi wieder. Also, wichtig. Wir müssen dafür in die Unterhalle, also der Dungeon, der hier im Eherpalast ist. Nach ganz hinten. Da waren wir scheinbar auch gar nicht in der Version. Ich gehe mal hier hin, weil ich will kurz dieses Loch da auf der Karte aufdecken. Es stört einfach meine Ästhetik, wenn das so ein riesiges Loch in der Map ist. Es tut mir leid, aber mich stört das. Auch wenn es eigentlich komplett irrelevant ist. Es wäre voll cool gewesen, wenn das Spiel, wie meinetwegen Final Fantasy IV irgendwie, also das Remake, so ein System hätte, dass man immer ein bisschen eine Belohnung dafür bekommt, wenn man die ganzen Maps zu 100% aufdeckt. Aber nein, selbst sowas wird halt nicht belohnt, wenn man die Map aufdeckt. Ich frage mich überhaupt, wofür es den überhaupt gibt, sag ich mal. Klar, für die Orientierung ist auch gut so alles. Finde ich super, dass man eine Map zur Orientierung hat, aber ganz ehrlich, dann könnte man auch einfach direkt eine vollständige Map geben, wenn das eh komplett irrelevant ist, was auf dieser Map eingezeichnet ist. Ganz ehrlich. Ich finde das so cool einfach. Da könnte man so viel mehr machen mit der Map. Einfach, wie gesagt, allein eine kleine Belohnung oder sowas geben, wenn man eben alles findet. Aber an sowas denkt das Spiel nicht mal. Ich meine, es gibt viele andere Spiele, wo man auch die Map aufdecken muss und nichts dafür bekommt oder so. Dagegen sage ich auch gar nichts. Aber das Problem ist einfach an Oninaki, dass es halt jedes Gebiet zweimal quasi gibt. Und man halt nichts dafür bekommt, wenn man es ein- oder zweimal erkundet, sag ich mal. Das Einzige, was man findet, sind manchmal so ein, zwei Schatztruhen oder so. Aber mehr eben auch nicht. Es ist einfach, wie viele Gegner man eigentlich noch spawnen? Das ist eigentlich komplett irrelevant, ob du jetzt erkundest oder eben nicht. Ja, und dafür meistens nichts bekommt oder so. Dich ignoriere ich jetzt, du bist nervig. Das ist meistens komplett irrelevant eigentlich. Das ist einfach nur für die Ästhetik, dass du da ein bisschen die Karte vervollständigst. Und in der anderen Welt eben Schatztruhen findest. Aber auch sowas geht ja in der Welt hier nicht mal. Hier gibt es ja keine Schatztruhen oder sowas. Geht nur in der anderen Welt. Es ist einfach so sinnlos, dass man zweimal die gleiche Welt quasi erkunden kann. Warte mal. Habe ich hier noch nicht die... Ach doch, ja, die sich die respawnen. Ja, hab ich voll vergessen. Ich dachte gerade, hey, warum? Ist ja noch nicht besiegt, aber die respawnen ja, stimmt. Habe ich wieder verpennt. Tut mir leid. Oh, hört doch auf, mich anzugreifen. Ich will nur euch besiegen, weil ihr mir einfach Kettensteine gibt für Trisee. Apropos, wir können wieder ganz kurz gucken, ob wir eventuell wieder ein bisschen was haben. Wir haben ja jetzt ein paar von denen bekommen. Eventuell. Oh, habe ich vielleicht sogar eine bessere Waffe für sie? Ja, habe ich definitiv. Ich nehme Furcht. Betäubenresistenz ist cool. So, Fertigkeitsbaum. Wie viele Steine habe ich denn? Habe ich gerade... Ja, reden. Habe ich gar nicht drauf geachtet. 4, okay. Machen wir mal... Reinheit. Oder oben ist neue Erinnerung. Mach mal. Die müssen wir uns ja auch alle immer mal angucken. Das will ich ja auch alles machen. So, dann haben wir jetzt Rang 4 für Trisee. Sehr schön. Ja, ist gut, geh weg. Lieber Text. Eifer. Okay. Das ist interessant. Definitiv, weil diese Verzögerung hat mir ja schon ganz oft den Tod gekostet. Oder beschert, wie auch immer, nicht gekostet. Beschert, meinte ich. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir auch hier einen erhöhten Angriff, wenn ich zu ihr wechsle. Okay, am nächsten Save Point gucken wir uns dann die Erinnerung an, würde ich sagen. Ich will nur kurz hier die Karte aufdecken. Wie gesagt, es ist einfach absolut nicht nötig, aber es ist einfach für meinen Ästhetik-Sinn wichtig, dass wir das hier machen.
Ich will einfach die vollständige Karte haben. Mann, warum unterbrecht ihr mich immer? Es ist so dumm. Ich will euch nur schnell weghauen und ihr unterbrecht mich. Das ist voll gemein, wisst ihr das eigentlich? Okay, haben wir jetzt einen Safe. Okay, gucken wir uns direkt mal die Erinnerung an, würde ich sagen. So, Try the Erinnerung 2, los geht's. Ich weiß, by the way, nicht, worum es in der ersten überhaupt ging, aber egal. どうやら私は人よりも影なしに近い存在らしく問題なく彼らの生活に溶け込んだ。影なしとしての暮らしは私に多くの驚きと興味を与えた。その最たるものは人と影なしそれぞれの感情を知ったことだった。 人は影なしを恐れていた。しかし、同じように影なしも人を恐れていたのだ。知ってしまえばたわいもない話。両者は互いの存在に怯えていたのだ。その恐れこそが 互いの憎しみの根源、限りある命のために他の命を排除する世界、互いに怯える二つの種族、実に愉快な話だった。 Was zum Teufel sind eigentlich Schattenlose? Das hat leider das Spiel auch irgendwie nie. Die sind einfach da und sind halt da. Ende. Mehr ist damit nicht. Es ist irgendwie... Wir haben noch nie was von Schattenlosen gehört, außer in seinen Erinnerungen. Es ist irgendwie... Was ist das für ein Volk? Wo leben die? Diese Lore der Welt ist einfach so überhaupt nicht erklärt teilweise. Man hätte damit so viel mehr machen können. Das ist einfach... Ach, egal. So, und dir will ich eigentlich gar nicht helfen. Man muss sich leider lieber Leo. Ha, du bist es also. Bist du hier, um über mein Unglück zu feixen? Ja. Mach, was du willst. Ist ja nicht so, dass ich dich davon abhalten könnte. Ich kann nur weiter hier verharren. Bitte. Du als Wächter wirst du meiner Bitte nachkommen? Bring mich an die Seite meiner Mutter. So verloren ich auch bin, ich muss für dich da sein. Können wir gern machen, du Affe. Ich hasse dich. Auch wenn ich die Antagonisten in dem Spiel, also Lobelia und Leo und auch Sarah, eigentlich echt scheiße finde, muss ich sagen, macht das Spiel eine Sache gut, dass man die Antagonisten, zumindest Leo und Lobelia, wirklich hasst. Sarah nicht wirklich. Weil... Ja, sie ist eigentlich meine Schwester und sie ist eigentlich gut, aber wechselt ganz plötzlich den Charakter, bloß weil die Entwickler einen Plot-Twist einbauen wollten, dass sie die Uni-Priesterin ist. Ich habe schon so oft gesagt, wenn sie das gut begründet hätten, gut erklärt hätten, ihren Charakterwandel und alles, wäre das so ein geiler Plot-Twist gewesen, wäre mega interessant geschrieben gewesen. Aber so finde ich es einfach lächerlich. Es kommt komplett überraschend, klar, aber es ist einfach... Ja, ich bin bald über die Uni-Priesterin. Ist einfach nicht gut erzählt vom Spiel, finde ich. Das ist das, was wir da reden. Und das ist das, was mich stört. Es ist eigentlich prinzipiell echt eine gute, interessante Idee von einem Plot-Twist, aber es kommt einfach nicht rüber, sorry. Bei mir zumindest. Und deswegen war der ganze Final-Boss nicht für mich so emotional. Ich denke mal, man sollte da, wir haben gegen Sarah, also die Priesterin kämpft, so ein bisschen Emotionen spüren. Habe ich überhaupt nicht.
Einfach alles so irrelevant und... egal. Was auch immer. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Mutter und ich normaler Leben geführt hätten. Ja, ach was! Zu sehen, was aus ihr wurde, das hallt mir noch immer durch den Kopf. Aber ich bedauere es nicht. Ich habe ihr mein Leben gewidmet und ich bin froh darüber. Die kurze Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, hat mir das gezeigt. Ich bleib noch eine Weile bei Mutter. Kagachi, ich danke dir. Wow. Der Name des Nachtteufels ist Soulju. Okay, das haben wir... Ja, ich weiß. Haben wir schon mal gehört. Nicht nur einmal. Okay, gucken wir ganz kurz in die Liste. Oder nächste ist der Gefallenen. Da haben wir jetzt hier Leo. Gut, der nächste ist der Wahrheitssucher gewesen. Und wer kommt danach? Ich muss kurz wieder in das Video gucken. So, Fearful Man. Und der ist wo genau? In den Rao Meadows. Alles klar. Dann sehen wir uns gleich dort wieder, wo der Typ ist. So, hier auf den Rao Wiesen. Aber nur als Soulju. Wichtig. Habe ich vergessen zu sagen davor. Können wir jetzt den Typen irgendwo treffen? Ich bin nur kurz die Gegner platt, weil die gerade so schön hier rumstehen und so einfach sind. Aber... na komm. Okay, da unten steht er auch schon. Auf der Karte kann man sehen. Und zwar da. Hallöchen. Bitte, hilf mir. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ich könnte mich jederzeit in dieses einzige Monster verwandeln. Okay, der verwandelt sich einfach nur. Das sollten wir hinkriegen. Ich mag's, wie er kein Punkt auf der Karte ist. Er ist einfach nicht da. Und das war schon der ganze Gefallene. Einfach nur unfassbar, wie langweilig das ist. Einfach nur den Typen besiegen. Nicht mal Story oder so. Einfach nur, bam, ich wandle mich tot. Das ist irgendwie echt furchtbar. Die ganzen Sidequests sind so sinnlos. Ich verstehe auch nicht, warum ich die eigentlich mache. Ich habe den Drang dazu, das auf 100% zu komplettieren, aber eigentlich ist das echt dumm und sinnlos, ohne Mist. Halt wirklich. Aber okay. Ich will es trotzdem machen. Für meinen Kopf, dass ich alles gemacht habe. Dann, die nächste verlorene Seele ist... diese hier. Und das ist... ein... Vengeful Man, also Rach erfüllt oder so ähnlich. Und der ist in den Pure Water Ruins. Oh, ernsthaft jetzt? Welche waren das nochmal? Das waren die in dieser einen Stadt, oder? Auch als Soulju, by the way, falls ihr es wissen wollt. In der verlorenen Stadt, meine ich. Das waren doch die, oder? Ich glaube... ja, das sind ja die ganzen Orte, da muss man als Soulju eben nochmal hin, um die alle zu finden. Genau, hier, Raimasu Ruin. Da muss man als Soulju nochmal hin, um die alle zu finden. Das sind die ganzen Orte, die du eigentlich als Kagachi abschließt, aber da musst du nochmal mit Soulju hin, um alle Verlorenen zu finden. Ist eigentlich prinzipiell, ja, nichts Schlimmes oder so. Ist halt Backtracking, klar, aber... das Spiel sagt einmal auch nicht, dass da neue Sachen sind. Das ist allgemein so ein Problem von den Entwicklern, dass das Spiel einem oftmals nichts sagt, von wegen, hey, guck mal, du hast jetzt hier neue Sidequests oder so. Ich sag nur die Sidequests aus den vorherigen Spielen, Lost Fionaki, wo man am Ende des Spiels nochmal an bestimmte Orte zurück kann und dann da Sidequests hat und das Spiel einem das auch alles nicht sagt. Komm jetzt überhaupt lang. Weil der Typ steht da auf der anderen Seite, wie man auf der Karte sehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. War das durch ein Portal irgendwo? Kann ich da auf der Karte eventuell sehen, wie ich da hinkomme? Ja, wenn ich da hochkomme. Dann ist hier wahrscheinlich ein Portal irgendwo gewesen, schätze ich mal. Oh Mann. Ja, was immer du sagst. Wie gesagt, ich finde es einfach nur dumm, dass man nicht irgendwie Untertitel eingefügt hat oder so für die Texte.
Ach so, Dings, okay. Ich würde echt gern verstehen, was die Dämonen manchmal sagen. Och, Mann. Aber wenn die Entwickler dafür zu faul waren oder so, kann ich das leider Gottes nicht ändern. Und tschüss. Ich verstehe auch nicht, was dabei ist. Einfach mal einen kleinen Text einzufügen, der sagt, was der Dämon da eigentlich gerade sagt. Wo ist denn jetzt hier der... Hey, ist ich am Anfang? Warum bin ich dumm? Hier war doch voll der Bereich, wo ich nicht reingelaufen bin. Wo waren der jetzt nochmal? Warte. Hä? Das war der schon. War das Portal bei dem Save Point? Oh, ich bin so dumm. Ich habe es gerade auch. Oh, egal. Vergessen. Ich wollte da nicht nochmal rein. Ah! Vergessen wir das. Und machen weiter. So unfassbar. Na, wenigstens bekomme ich für die ganzen Sidequests schön viel Universalsteine. Die kann ich ja gut gebrauchen, wenn ich die ganzen Fertigkeitsbäume füllen möchte. So, wir können mal den von Saf füllen. Das haben wir schon gemacht. Haben wir das schon gemacht? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Alles. Aber ich müsste wieder ein paar Speersteine und sowas haben. Da oben fehlt noch was. Tortur. Da haben wir noch eine neue Fähigkeit. Avalon. Ja, ich nehme ein paar Universalsteine. Okay, jetzt haben wir den Meisterrang. Sehr schön. Aber ich spare mir die Universalsteine auf, dass ich die bei den Dämonen benutzen kann, wo ich keinen Bock habe, mit denen zu leveln, sage ich mal. Das ist ganz cool. Ich würde es mal austesten. Im nächsten Kampf. Du bist der Vollstrecker. Mit dir hätte ich nicht gerechnet. Ich habe überall nach dir gesucht, um mich zu rächen. Ah! Wow, bist du jetzt ernsthaft zum... zum Dings geworden? Okay. Dann testen wir es gleich mal aus, würde ich sagen. Ja, sie hat Frieden gefunden, auf eine sehr schmerzhafte Weise. Sehr schön. Oh Mann. Helfer, die sterben, ist so geil einfach. Ich liebe es. Okay, gehen wir weiter. Und gucken mal, wo die nächste verlorene Seele ist. Erinnerung, verlorene Seelen. Hier ist die nächste. Und zwar ist die, Hoodwinked Woman. Hoodwinked, keine Ahnung. Bei den Kiho-Shores. Ja, da war ich halt auch mit Sojo nicht mehr. So, da sind wir auch schon am Ufer. Ups, ich will den gar nicht rausholen. Das war jetzt aus Versehen. Und machen die Gegner mal ganz kurz platt, warum nicht? Eigentlich wollte ich zu Trisee. Dass wir schön wieder ein paar Kettensteine bekommen. Eventuell. Ja, hier sind schon viele Gegner. Man kann schon schön auf der Map sehen, wo ich eigentlich hin muss. Nämlich dort. Ja, das Kiho-Ufer war ja eigentlich relativ cool, wie ich finde. Weil es eben so ein bisschen ein offenerer Bereich war, nenne ich es mal. War ja halt wirklich... Warum bin ich so langsam? Ich bin auch so voll langsam irgendwie. Weil halt wirklich hier das Gebiet relativ groß war irgendwie. Trotzdem war es eigentlich nur ein gerader Weg, der auch ein bisschen in die Breite gestreckt wurde. Wenn man drüber nachdenkt. So, ich gehe mal wieder in die Welt, weil ich glaube, dass ich hier schneller bin.
das irgendwie daran liegt. Ja, an dem Effekt hier an dem Ort. In der Schleierwelt, wie auch immer. Ja, okay, gehen wir schnell zu der hin, dass wir ihre Sidequest hören können. Meine Schwiegertochter hat mich reingelegt, damit ich zahle. Ich muss mich an ihr rächen. Ich kann nicht. Wow, schon wieder jemand, der sich verwandelt. Wow. Was eine spannende Geschichte mal wieder. Ja, aber okay, das war wenigstens mal ein bisschen Geschichte. Ein Grund, warum der sich verwandelt hat, sag ich mal. Das ist schon okay. Gut, der nächste ist... diese hier. Und das ist Reformed Thief. Und wo ist der? Kann ich nicht sehen, weil da ein Text in dem Video drüber ist. Moment. Okay. Ich kann nicht lesen, welcher Ort das ist, weil da so ein roter Text drüber ist. Der rote Text erklärt ein bisschen was dazu. Man muss nämlich mit Regan eine bestimmte Waffe zu dem bringen. Bitte sag mir, ich hab die. Ja, das müsste die hier sein. Im Englischen heißt die Griffin. Oh, guck mal. Okay, hier Palace Shadow Hall. Ah ja, also muss ich jetzt in den letzten Dungeon oder was? Wow, Spiel, wow. Ups, das wollte ich nicht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Wir müssen hier in diese versunkenen Ruinen. Was ich da gelesen habe, ich habe das falsch verstanden. Wir müssen dort in dem Schattendings, halt Schattenschloss, die Waffe Griffin erfarmen. Die kommt da im Schattenschloss vor, wie gesagt. Und nicht... Wie komme ich hier weg? Ist das ein Portal? Ja. Und nicht halt hier in dieser Ruine. Also da im Schattendings, wie gesagt, kann man die erfarmen. Und wir müssen mit dieser Waffe halt hierher. Aber wie gesagt, die gibt es eben dort im Schattenschloss. So. Oh, bin ich jetzt erwacht, das ist schön. Da geht er gerade da draußen, WTF. Voll der komische Bug. Oh boy. So. Nehmt euch kurz mit. Oder treffen wir euch einfach gar nicht, meinetwegen. Why not? Okay, sehr schön. Dann gehen wir jetzt kurz zur Demo und zeigen ihnen die Waffe. Hallöchen. Na, wenn das nicht der Vollstrecker ist, der mich ausgeknipst hat. Als du mich getötet hast, ist mir aufgefallen, wie erstaunlich stark du bist. Komischerweise nehme ich es dir also nicht mal übel. Allerdings habe ich noch etwas zu erledigen. In den alten Ruinen ist eine Zwillingsklinge verborgen. Ich will sie finden. Wenn du fündig wirst, zeigst du sie mir, ja? Wow, er sagt nicht mal, welche man braucht. Mit welcher hätte ich das denn gemacht? Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Waffe. Hab mal einen Dieb gehört, der ein guter Freund von mir war. Ironisch, dass sie gestohlen wurde. Ich wollte sie sehen, bevor ich gehe. Jetzt bin ich bereit zum Aufbruch. Hoffentlich werde ich im nächsten Leben so ein harter Kerl wie du. Ja, tschüss. Man bekommt nicht mehr gesagt, welche Zwillingsklinge man braucht. Wie lächerlich ist das bitte? Erstmal ohne Mist. Woher soll man das wissen? Ist einfach nur dämlich gelöst. Oh, da ist ein Schattengefallener. Warte mal. Okay. Yes! Stirb bitte! Ich muss dich besiegen. Für die das Achievement, wenn ich 10 besiegt habe. Yes! Okay, wundervoll. Das ist ziemlich gut. Jetzt haben wir, glaube ich, den 4. besiegt insgesamt, oder? Oder was hat der 3? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war der 4., den wir gesehen haben, aber der 3., den wir tatsächlich besiegt haben. War das nicht so irgendwie? Ich weiß echt nicht mehr.
Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Oh Gott, geh weg. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus und gucken mal, wo der nächste ist. Hier ist auch was erwacht, scheinbar, meinetwegen. Packen wir das kurz mit rein. Heilung erhöht, nice. Im Erscheinzustand. Bitteschön. So, und dann... Na, das ist auch noch im Bereich nicht erkundet, ist mir egal. Dann Gegenstände... Ne, Quatsch. Erinnerungen. Vorne Seelen. Ja, jetzt ist hier wissbegieriger Mann. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir dafür eigentlich brauchen. Also wir müssten ihm eine Waffe bringen, aber ich weiß nicht welche. Das werde ich mal in dem Video nachschauen. Ja, okay, den Typen können wir vergessen. Ich habe gerade mal geschaut, was ich dafür machen muss. Und ja, ich muss für den eine bestimmte Waffe von Gavot suchen. Und habe ich halt nicht. Die heißt Sacrarium. Ist eine legendäre Waffe und die bekommt man eben... entweder im Postgame-Dungeon oder von einem Schattengefallenen. Ja, keine Ahnung, ob ich darauf Lust habe, das zu erfarmen. Machen wir irgendwann anders. Das ist einfach nur dumm, ist ohne Scheiß. Sowas hasse ich, wenn man irgendeinen random Rare Drop farmen muss für Quests. Machen wir den nächsten. So, der nächste und auch letzte Gefallene. Oh, ernsthaft jetzt. Den wir im heutigen Part machen werden, ist hier im ewigen Garten. Wir gehen gleich hin, erst kurz muss ich die Gegner besiegen. So, danke schön. Hier müsste genau da unten sein, man kann dafür gerade schon sehen. Ein Tag ist man am Leben und am nächsten ist man schon tot. Ich habe vor einem Mädchen angegeben, dass ich verliebt war, aber die Gefallenen haben mich getötet, als wäre das keine große Sache. Ich wünschte, ich hätte mehr trainiert, statt zu faulenzen. Es wäre schön, sie noch einmal zu sehen. Ich sollte in der Nähe des Brunnens nordöstlich von Deto sein. Du bringst mich doch dorthin. Ich flehe dich an. Ja, ja, mache ich, keine Sorge. Oh, ist das einfach... Aber... habe ich den übersehen? Weil ich war doch schon ganz oft hier an dem Ort. Ich kann nicht mehr reden. Wie zum Teufel konnte ich den übersehen? Naja, egal. So, nordöstlich von Deto. Beziehungsweise wahrscheinlich in Deto. Weil von Deto ist nordöstlich kein Brunnen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh Mann. Dann gucken wir mal. Saka, Deto... irgendwo da, was weiß ich. Ich habe gerade mal das Video nochmal ganz kurz reingeschaut und ja, da ich muss dahin, alles klar. In die Richtung, wo ich gerade eben gezeigt habe. Gefallene, sie sind durchgebrochen. Oh nein, wie schrecklich. Hier hoch. Irgendwo hin. Da, okay. Vielen Dank. Okay, da ist wirklich ein Brunnen. Aber nordöstlich vom... ach, egal. Das ist halt dumm beschrieben. Da hätte man schreiben müssen, der Brunnen nordöstlich in Deto. Weil nordöstlich stimmt ja. Vielen Dank. Ich hab nicht den Mut, sie anzusprechen. Ein Blick reicht. Ja, du bist ja eh tot. Im nächsten Leben achte ich darauf, meine Lieben beschützen zu können. Mach das, mein Freund. Mach das. Gut. Das war es auch von der Sidequest. Und damit auch von diesem Part. Weil ich jetzt für heute genug vom Spiel habe. Und genug von den ganzen Sidequests habe. Die restlichen, die noch fehlen, werden wir dann demnächst irgendwann machen. Das wird so nervig. Ja, die vier werden auch nervig. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich so starke Waffen herbekommen soll, ohne Mist. Ja, und dann machen wir den Bonus-Dungeon noch. Und wir machen noch so ein paar Sachen, wofür es auch Trophäen gibt. Aber okay, alles im nächsten Part oder in den nächsten Parts dann. Bis dann und ciao, Avi Road, tschüss.